Gegrüßt. Guten Tag. Also ich glaube, da wären wir sogar besser dran gewesen, wenn wir einfach die Tränke, die Regenerationstränke verkauft hätten. Also das ärgert mich wirklich. Da werde ich echt aggressiv hier. Also das ist, da werde ich aggressiv wie ein Schaf. Da könnte ich Bäume ausreißen, so aggressiv wie ich bin. Bäume ausreißen wie ein Wattebällchen. Na gut. Den Verfallenen hauen wir weg. Und da haben wir noch so einen Kollegen. Ich habe die Verteidigung vergessen. Ja, ich habe die Verteidigung vergessen. Das ist doch merklich bei diesem Charakter hier. Wenn er zu wenig Verteidigung hat, dann steckt er erstmal richtig was ein. So. Und du da. Und dann das da. Und das gehärtete Leder nehmen wir auch mal mit. Hier ist noch ein Heiltrank. Und die Urnen killen wir jetzt erst einmal. So. Die da. Und die da. Nichts. Schade aber auch. Na gut, dann eben die Truhe und den Horatrim-Würfel, den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Dann krapschen wir uns noch das Gold zusammen. Und unser Questlogbuch öffnet sich. Ja. Irgendwie ist der Text der gleiche. Suchen Sie in den Hallen der Toten, unter den verdorrten Hügeln, nach dem Würfel, in der Wurmgruft, unter der fernen Oase, nach dem Schaft, im Tempel der Klauenviper, nach der Spitze. Kennen wir irgendwie schon. Gut, sei es drum. Prost. Und den da dahin und dann gehen wir mal. Wir haben ja schließlich noch was vor uns und zwar die letzte Ecke dieser Untergrundaktion. Sprich hier hinten irgendwo. Die Urne klaut man noch klein. Hier muss es doch irgendwo. Da geht's noch runter. Genau. Da steht auch schon direkt was. Wir haben vergessen. Ja, danke. So, dann hauen wir die leere Kreatur mal mit dem Hieb. Dann machen wir auch ein Stückchen mehr Schaden. Da oben noch 24 Gold. Die nehmen wir mit. Und dann geht's hier wieder richtig rund. Ja, als auf den Barbaren drauf, wieso auch nicht. Smaragd, Amulett. Oh, ein Amulett. Feine Sache, feine Sache. Falle, 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 Falle. Pfui. Achso, dann hauen wir den einfach mal durchs Regal durch. Wieso auch nicht? Ja, ist okay. Na, den Skorpion wollen wir aber auch noch killen. Das kann ich nicht sagen. Ja, schön. Ich habe das Kanack gehört. Hier ist aber wohl nichts mehr zu finden. Gold. Verschlossene Truhe mit Gold. Gut, dann wohl eben mal nicht. Ich bin verschwenderisch heute. Weg damit. Und durch. Und raus. Und Kane hat wieder irgendwas zu sagen. Schön, euch zu sehen. Schön euch zu sehen. Ja, das denke ich mir auch mal. Hey, mit dir rede ich aber nicht. Seid gegrüßt. Ich will erstmal hier ein wenig was verkaufen. So, allein aus Protest. Den da weg und den da weg und dann das da weg und wir sind repariert und können wir das gleich noch verkaufen, wenn es identifiziert ist. Und jetzt müssen wir uns erstmal wieder von Deckard Cain zulallen lassen, dass er der letzte Horatrim ist und wahrscheinlich, na, und so. Also hören wir mal getrost zu. Mit diesem Horadrim-Würfel habt ihr einen wahren Schatz in eurem Besitz. Den Legenden der Horadrim zufolge kann der Würfel einen Horadrim-Stab zusammenfügen. Um es zu bewerkstelligen, benutzt den Würfel wie eine Schriftrolle. Wenn sich der Würfel auftut, müsst ihr beide Teile des Stabes darin platzieren und die Verwandlungskraft des Würfels nutzen. Es wird euch freuen zu hören, dass der Würfel noch andere alchemistische Fähigkeiten besitzt. Legt 5 Edelsteine desselben Typs und derselben Qualität hinein und ihr könnt sie in einen Edelstein der nächst höheren Qualität verwandeln.
6 Edelsteine zusammen mit einem Schwert werden zu einem langen, gesockelten Schwert. Außerdem könnt ihr 2 Köcher voller Armbrustbolzen in einen Köcher voller Pfeile verwandeln, während aus 2 Köchern voller Pfeile ein Köcher voller Bolzen wird. Ich muss es euch überlassen, weitere Formeln selbst herauszufinden. So, das ist unser Stichwort. Danke, dass du uns das mitgeteilt hast, der Cat Kane. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Danke. So. Schön, dass er uns das mitgeteilt hat, denn wir werden davon erstmal direkt Gebrauch machen. Ja. So. Gold rein. Horatrim-Würfel auf. Wir brauchen, was sagt er? Ich glaube 5. Wir haben 5 Smaragde. Gut, die hauen wir erstmal so quer hier rein. Funktioniert irgendwie nicht. Braucht man da mehr? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Kann der das nicht nochmal wiederholen? Horadrim-Würfel. Mit diesem Horadrim-Würfel habt ihr einen wahren Schatz. Ja, das wissen wir. Das hast du uns eben schon mal gesagt. Den Legenden der Horadrim zufolge kann Bliblablub. Kriegst einen Keks. Stab zusammenfügen. Ja. Um es zu bewerkstelligen, benutzt den Würfel. Benutzt den Würfel wie eine Schriftrolle. Ja. Wenn sich der Würfel auftut, müsst ihr beide Teile des Stabes Super. Darin platzieren und die Verwandlungskraft des Würfels nutzen. Toll, der Cat Kane. Es wird euch freuen zu hören, dass der Würfel noch andere alchemistische Fähigkeiten besitzt. Legt 5 Edelsteine desselben Typs und derselben Qualität hinein und ihr könnt sie in einen Edelstein der nächst höheren Qualität verwandeln. Ja, sagt ihr, ja, gut. 5 Edelsteine. Dann probieren wir das mal. Aber das sind doch ledierter Smaragd. Muss ich die irgendwie besonders anordnen, oder? Hä? Also ich schnall das momentan wirklich nicht. Wie muss ich die denn anordnen, damit das funktioniert? Das kann doch nicht sein. Ach, was mache ich denn? So, dann eben nochmal so. Wieso verwandelt der die denn nicht? Lediert. Das sind alles ledierte Dinge. Und dasselbe können wir hier eigentlich... Hier haben wir sogar noch mehr davon. Von den Schädeln haben wir auch genug. Also bin ich denn ernsthaft so blöd? Das kann doch nicht sein. Da können wir den einfach noch nicht richtig benutzen. Geht nicht. Wieso geht das denn nicht? Also irgendwie ist der Würfel kaputt. Na komm, dahin. Leute, ich würde sagen, dann mache ich mal kurz eine Aufnahmepause, denn das juckt mich jetzt wirklich. Bis gleich. Also, zum Gucken, ne? Bis gleich. Also Leute, teilweise zweifle ich ja schon ein wenig an der ganzen Angelegenheit hier. Ihr sagte doch 5 Stück. Das sind aber nur 3, die man dafür braucht. Was ist das denn für ein schlechter Witz? So und so und so. Und so und so und so. Und irgendwie... Er hat doch gesagt, wir brauchen 5 Stück. Aber es sind irgendwie nur 3, die wir eigentlich brauchen. Verstehe ich nicht. Und her damit. Und dann an die Truhe. Und wir haben... Oh Gott, Leute, das könnte ein wenig dauern.
Dann haben wir einen fehlerhaften Schädel. Daraus machen wir. Ach nee, das ist ein normaler Schädel. Oh. Okay. Fail. Gut. Dann das da rein. Dann holen wir uns mal hiervon drei Stück raus. Und dann holen wir davon die letzten drei auch noch raus. Und das ist ein Diamant. Ich habe mich verklickt, ich Vollpfosten. So, so und so. Das gehört ja schließlich alles zum Spiel, also werden wir das auch so handhaben. Ja. Solche einfachen Sachen werden nicht einfach übersprungen. Nein, nein, nein. Mir fällt auf, wir haben echt einen Arsch voll Diamanten. Na, okay. Doch nicht so viel. Aber zumindest. Nein. Nein, nein, mach. So. Pfui, so. Den da rein und den da rein und dann das da und dann weg. Und dann das da in die Truhe. So. Das da dahin. Dann den Ledierten da drunter. Die Rallrune können wir noch nicht benutzen. Gut, dann eben nicht. Dann werden wir einfach mal diese ledierten Amethysten hier noch benutzen. Und die hier gemütlich reinkloppen. Und nebenbei möchte ich nochmal hier in dieser heutigen Aufnahme am großen Tag, der in England stattfindet, William und seiner Kate alles Gute zu deren Hochzeit wünschen. Auch wenn es die wahrscheinlich nicht interessiert und euch nicht interessiert, aber ich wollte das jetzt nur mal so gesagt haben, denn es gehört dazu. So, das habe ich jetzt gesagt. Und jetzt weiter im Let's Play. Zu blöd, wenn man die Dinger hier nicht trifft. Wartet mal den fehlerhaften Schädel, dann den da und dann die beiden drüber. Und die Smaragde hierhin. Und den da behalten wir mal im Inventar, denn damit, ja, damit kriegen wir den ungemeinen Vorteil, dass wir 12 Plätze im Inventar mehr haben. Wobei wir eigentlich nur 4 dafür so verbrauchen. Gut, wir haben das geschafft. Ich habe momentan aber ehrlich gesagt keine Ahnung. Gut, wir müssen in die ferne Oase. Naja gut. Dazu porten wir uns aber schon mal in die verdorrten Hügel. Ist zwar noch ein Stückchen weiter der Weg, aber besser als nichts. Der Weg hier ist zum Glück ja schon einigermaßen frei. Und ich hoffe, wir haben bald wieder ein weiteres Level Up. Unsere Begleiterin ist auf Stufe 16, wir sind auf Stufe 18, das heißt, es geht einigermaßen. Wir kommen, sagen wir mal, brauchbar gut voran. Es ist zwar jetzt nicht das Gelbe vom Ei, wie man so schön sagt, aber wir hängen nicht so weit hinterher. Und da wir dann bald unser Level Up hoffentlich haben werden, irgendwann so in nicht allzu ferner Zukunft, hoffentlich in der nächsten Aufnahme. Dürfte sich die Sache dann auch relativ schnell drehen. Ach nein, seht euch mal diese netten possierlichen Tierchen hier an. Die schwarzen Greifer. Kommen euch diese netten Tierchen nicht irgendwie bekannt vor? So aus Akt 1, Dunkelwald, wer sich da noch so dran erinnern kann. Oh, wir können neu skillen. Fällt mir auf. Wir müssen mal kurz zurück. Wo unsere Begleiterin momentan rumhängt, keine Ahnung. Und ich wage es irgendwie zu bezweifeln, dass sie uns helfen möchte. Naja, vielleicht taucht sie ja nochmal irgendwann auf. Dann gehen wir mal hier um. Ach, das Stichlinge. Die gibt es ja jetzt auch. Oh, das sind zu viel. Das ist gar nicht gut. Oh, das Schreck. Die saugen Ausdauer. Na gut, damit können wir leben. Solange sie uns unser Leben lassen.
Also, dass wir nicht unser Leben lassen, sondern sie lassen uns unsere Lebenspunkte. So. Hui, das war ja doch einiges.